Warum haben wir zuerst die Teile montiert und nicht erst lackiert? Meine Eltern haben immer gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Und das Auto wird wunderschön. Dominik steht hinter der Kamera. Er ist eigentlich Fotograf und hat mit dem Film nichts zu tun. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder im Schrammwerk. Heute geht es nämlich wieder mal um den Golf. Das ist Danny. Moin. Mein Lackierer, kann man ja sagen. Warum ich mich für Danny entschieden habe, du wurdest von 3M als einer von 10 besten Lackierern weltweit ausgewählt. Ja, das kam so beiläufig, weil ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständig. Über 25 Jahre mache ich Lack. Und die haben halt, Chip Foose hat mal so ein neues Bechersystem gemacht, ich glaube 2016 oder 2017. Und haben die halt weltweit Lackierer ausgesucht mit viel Erfahrung, die natürlich auch in Social Media zugange sind und haben mich dann ausgewählt als einer von 10. Mhm. Und haben mich dann nach Detroit geschickt, um mit Chip Foose zusammen unter deren Augen da zu lackieren. Und das hat er bewertet und sind dann da später zur SEMA Show rüber. Und so bin ich dann quasi einer nach 3M. Als einer der Top 10 Lackierer ausgewählt worden. Mhm, genau. Das ist natürlich ganz cool, ne? Aber das ist so. Ja, ja. Und finde ich richtig gut, dass mein Auto jetzt auch hier stehen kann, weil du machst ja nur, darf man sagen, exklusive Fahrzeuge. Ja, wir nennen das jetzt bei Schrammwerk TaylorMade, weil wirklich jedes Auto, wie deins ja auch, das ist ja kein Auto von der Stange, sondern es hat ja einige, ich sag jetzt mal, Problematiken drin, wo Lackierereien gar nicht die Zeit haben, sich darum zu kümmern, sondern die machen ihre Schadensgeschäfte, Schadenssteuerung. Und ich bin halt, eigentlich komme ich vom Custom Painting, also Airbrush, Custom Painting, so auf Harleys und sowas. Und jetzt wird es halt vermehrt Autos. Und ich habe da halt durch die Motorradteile schon immer, also ich kann ohne Augen gucke ich quasi, wie die Teile zueinander passen, weil ich habe ganz viel GFK-Arbeiten schon an Harleys gemacht, also diese Kofferdinger, wo die in eins alles übergeht. Und das muss halt passen. Und GFK hat halt immer das Problem, Lagerung oder aus der Form ausnehmen, dass sie es irgendwie verdreht und dann passen die Teile nicht zueinander. Ne? Mhm. Deswegen hat Johnny das ja geil eingepasst. Das ist jetzt alles stramm dran. Genau, das habt ihr im letzten Video gesehen. Genau, und das war halt die wichtige Vorarbeit jetzt für uns, weil das kann ich auch nicht. Deswegen, ich habe, wie du weißt, die Top-Leute, ob es so ein Dirk ist mit dem Ankleben von Sika. Deswegen, das muss jetzt alles stramm sitzen, damit wir jetzt diese ganzen Linien, was die meisten gar nicht sehen, das hast du ja auch gar nicht gesehen anfangs, wo ich sage, ey, hier ist eine Sicke. Das muss angepasst werden. Das kannst du aber nur, wenn alles wirklich fest verbaut ist, hundertprozentig machen. Weil hätten wir den jetzt nur einfach weiß lackiert, glatt geschliffen, dann passen manche Sicken, manche Kanten nicht, die Übergänge nicht. Und deswegen war es ultra wichtig, das fest anzubauen. Und jetzt müssen wir auch wirklich auf den intakten Lack nachher schleifen. Mhm. Und wir eventuell sogar spachteln, dass wir hier schöne Übergänge hinkriegen. Genau. Und das machen wir heute in dem Video, dass wir uns einmal um die Linien kümmern. Kann man das so sagen? Die ja. Linien? Um die Linien kümmern, dass spitze Kanten spitz sind und runde Kanten halt auch rund sind und das symmetrisch auf beiden Seiten einfach. Das ist der Inhalt von dem heutigen Video und ich hoffe, dass wir das genauso technisch hinbekommen wie in dem letzten Video, weil das haben die Leute irgendwie echt gefeiert. Ja, so, ne? Ne, wir erklären so ein bisschen die Schritte, die wir machen, ne, die, warum wir was machen. Das erklären wir so ein bisschen, welches Schleifpapier wir nehmen. Ja. Wo wir spachteln oder spachteln müssen. Und dann kommen noch ein paar Steps oben drauf, aber ich denke mal, die passen heute technisch zeitlich nicht ins Video rein. Ne? Genau, es wird noch ein paar Videos hier an dem Schrammwerk geben. Der Name Schrammwerk ist, weil du mit Nachnamen Schramm heißt. Ja, ich habe irgendwann mal meine Frau geheiratet hier in der Halle vor 11 Jahren, das zweite Mal. Und sie ist halt Schramm. Und als ich nur noch Airbrush gemacht habe, bevor wir das hier gebaut haben, das Schrammwerk, hieß ich Airworks Attack mit Doppel X und das konnte sich keiner so merken außerhalb der Szene. Ne? Naja. Und da ich weg von diesen Airbrushen wollte, hatten wir damals Folierung hier mit reingenommen, Werbetechnik. Das haben wir jetzt rausgeschmissen, weil ich einen eigenen Lack entwickelt habe. Da kommen wir auch noch irgendwann mal zu. Kommen wir auch später zu. Dachte ich, Schramm. Ich wollte was Deutsches unbedingt, ich wollte Werk. Mittlerweile heißt ja jede zweite Tuningbude irgendwas mit Werk. Ja. Also ich war der Erste, der irgendwie, weil ich sage, ich will einen deutschen Begriff, das war vor 12 Jahren habe ich diesen
die Schramberg GmbH, glaube ich, gegründet oder UG noch damals. Dachte ich, ne, Schrammwerk, weil ich wollte weg aus, ne, Mannis Airbrush-Keller. Ja, ja. Sondern Werk hört sich ja mal ein bisschen größer an. Und Schramm fand ich immer geil, weil die Leute heute noch, ne, wenn die meine Lackierung sehen, wie glatt die sind, mhm, dann Schrammwerk. Ne, viele schreiben bei Andis Video zum Beispiel Schramm. Das müsste eigentlich Schrammweg heißen, ne? Schrammweg. Habt ihr in dem letzten Video auch drunter geschrieben, dass das ja der gleiche Lackierer ist, quasi wie der von Andi. Für die Leute, die Andi nicht kennen, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, einen sehr gut laufenden sogar, ne? Also mit wirklich gutem Inhalt, das lässt sich gut gucken. Könnt ihr mal reinschauen. Ich packe mal einfach mal seinen Kanal unten in die Videobeschreibung. Und Andi ist... Er ist nicht Werner, doch eigentlich ist er Werner. Werner Comic, ne? Von vor 30 Jahren. Werner Brösel. Renn. Nee, Brösel ist sein Bruder. Ah, Brösel ist sein Bruder. Brösel, stimmt, ist sein Bruder, Brösel ist der Zeichner. Und Andi ist die, die Figur Werner eigentlich. Und die Stimme von Meister Röhrig. Ey, was fresst hier meine Kohlen, weißt, mhm, du? Er ist quasi die Stimme und die seine ganze, die Storys sind fast alle erlebt, die da in diesen Werner-Comics sind. Voll geil. Ja, finde ich cool. Genau. Und der hat halt dieses Werner-Rennen letztes, das letzte Werner-Rennen war ja er gegen Conny Reimann. Ja, stimmt. Den Auswanderer hier, den Hamburger aus Hawaii. Habe ich gesehen, ja. Da war er halt der Gegner und da hatten wir uns dann kennengelernt auf diesem Rennen, weil sie diesen Koslowski, diesen Hot Rod gebaut haben. Und ich sagte, ey, ist genau mein Ding, ich habe mal Bock für dich, das zu lackieren. Und so kam dann die Norton Kompressor hier, wo wir die Teamklamotten haben. Mhm. Das hat er Sat.1 gemacht und jetzt habe ich halt neulich seinen Austin Healey. Den hat er umgebaut mit Blecharbeit und sowas auf seinem Kanal, könnt ihr es sehen, echt geil. Der Wagen stand ja in dem letzten Video, in ein paar Szenen hat man ihn sogar gesehen. Darauf sind die Leute in den Kommentaren, ja, eingegangen, finde ich ganz lustig, ja. Ja, aber so führt immer das eine zum anderen, ne? Die Welt ist klein. Ja. So, was ist der erste Schritt, was wir jetzt machen müssen? Ja, wir haben ein paar Baustellen, ne? Also angeklebt ist es, es ist alles fest, das ist auch alles angepasst. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, damit könnten wir anfangen, wir haben hier eine ganz feine Kante, die ist hier nicht. Das heißt, ich will natürlich, dass diese beiden Kanten, die hier auf diesem Holm runterlaufen, dass sie hier weitergehen. Hier ist sie zu sehen, aber hier ist sie wesentlich weicher als hier. Mhm. Ne, ist teilweise formbedingt echt schwierig technisch umsetzbar. Was Oettinger gemacht hat, ist sehr geil, trotzdem musst du alles per Hand anpassen. Also, auch, ne, einer mit der Gründe. Ich zum Beispiel hätte das niemals gesehen. Ich habe aber auch nicht das Auge dafür. Und Danny sagt gleich, ja, okay, dann müssen wir so machen, müssen wir so machen, müssen wir so machen. Und das ist einfach geil. Ja, find ich wirklich gut. So, ja. Dass ich mit so, das ist auch, muss ich nochmal wirklich Danke sagen an euch, dass ich die Möglichkeit habe, mit so viel Profis um mich rum einfach arbeiten zu können, ist natürlich auch nur dem geschuldet, weil ihr so fleißig die Videos guckt. Danke. So. Ja, ist ja so, ne? Ohne die Zuschauer oder was, ne? Wenn sich das keiner anguckt, dann scheint es nicht interessant zu sein. Also, genau. Und dann, ja. Aber fettes Dankeschön an euch. Also super geil. Ja, und ich, mein Ziel ist halt, also da bin ich echt akribisch und pedantisch, ich möchte, dass das Auto, es wird ja wohl weiß oder was? Ich weiß nicht, was ihr da schon euch, das ist bei dir am Schwanken. Ja, genau, so genau wissen wir das noch nicht. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare noch mal schreiben, was ihr so euch vorstellen könnt. Ihr seht ja jetzt so auch ungefähr die Form. Ja, ich bin mir wirklich, oder wir sind uns halt wirklich einfach noch nicht sicher. Schreibt es einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr sagen würdet, was das Auto für eine Farbe bekommen muss. Und ob Haube Sichtcarbon oder ob die auch lackiert werden soll. Genau. So. Da wir es ja noch nicht wissen, gehe ich jetzt erstmal von Weiß aus. Und bei Weiß sieht man natürlich durch den Schatten, sieht man genau, ja, ob eine Kante passt oder nicht. Ne? Und mein Anspruch ist jetzt, dass das Auto komplett in Weiß lackiert wird, dass du das siehst, dass es wirklich fehlerfrei steht. Mhm. Weil die anderen Autos, die du siehst, auch viele GFK-Verbreiterungen, da wird viel durch Folierung kaschiert. Ne, da hat das Ding auf einmal eine andere Farbe als das hier und schon siehst du nicht mehr, wo was zusammengehört. Ich schätze mal, es ist Spritzspachtel hier drauf oder ein Dickschichtfüller. Den schleifen wir sowieso erstmal in Form, dann müssen wir noch spachteln, dann kommt wahrscheinlich Spritzspachtel. Das ist quasi ein Spachtel, den man auflackiert. Dann kommt ein Füller und ich kann den Füller jetzt schon dann in Weiß, kannst jetzt mittlerweile im Füller. Füller heißt, es füllt Schleifliefen auf, okay, quasi vor der Lackierung, ne? Mhm. Das ist die letzte Schicht. Und den können wir schon in Weiß einfärben, aber Weiß generell, also es ist blödsinnig, das vorher schwarz zu füllern, wenn man Weiß lackieren will. Also man geht schon ähnlich in die Grundfarbe, weil wenn du jetzt hier einen Steinschlag drin hast, ne, in deinem Weiß, hast du einen grauen Steinschlag, ein graues Loch. Deswegen macht das immer Sinn, schon eine ähnliche Füllerfarbe vorweg zu lackieren,
dann brauchst du die Farbe nicht so dick zu lackieren. Also du kannst grau abdecken, super easy mit Weiß, weil Weiß ist hochpigmentiert, das deckt sehr gut. Mhm. Musst aber sicherlich dicker lackieren, als wenn du Weiß vorweg lackierst oder hellgrau. Na, also der Füller hat bestimmt schon viele Farben mit. Wenn man zum Beispiel orange lackiert, wenn so ein knallleuchtendes Orange, so ein Alus-Orange, mhm, das musst du weiß oder hellgrau vorweg lackieren, damit das Orange leuchtet, weil Orange, eine orange Farbe deckt nicht. Okay. Das Einfachste ist natürlich schwarz, ne? Schwarz deckt überall drauf. Aber ich würde es nicht den weiß lackieren, füllern und dann schwarz lackieren, also einen weißen Steinschlag, weißt du, mhm, das ist mal... Du sagst, da kommt jetzt Spritzspachtel noch drauf? Nein. Wahrscheinlich. Also ich glaube, da ist jetzt schon Spritzspachtel drauf. Also hier ist ja schon irgendwas drauf, der kommt ja nicht so aus der GFK-Form. Mhm. Die haben bei Oettinger mit Sicherheit schon irgendwas drauf gemacht, was sich schon mal gut schleifen lässt. Aber hier muss ich ja nochmal, um das, diese Ecke anzupassen, muss ich mit Faserspachtel draufgehen. Da werde ich vielleicht nur füllern oder wenn das eine größere Spachtelfläche ist. Gibt es irgendeine bestimmte Firma oder so, die sowas anbietet, diese Füller oder sowas? Also mit was arbeitest du hier generell? Ja, da gibt es ganz viele Firmen. Aber ich arbeite natürlich mit meinem Hersteller, wo ich die besten Erfahrungen mit habe. Das ist Stannox. Mhm. Na, und die, da bleibst du komplett im System. Die haben von Spritzspachtel, Füller, Basisfarbe, Klarlacke, verschiedene Klarlacke. Da puzzle ich mir nicht. Viele mal puzzeln sich die billigsten Sachen von eBay oder was zurecht, ne, und sagen, der ist da billiger. Was ich habe, ist mit das teuerste. Aber ich bin im System. Und wenn es da irgendwie mal einen Problemfall gibt, dass einfach mal eine Farbe, keine Ahnung, sich verändert oder nicht deckt oder keine Ahnung, habe ich einen Support. Das ist mir halt wichtig. Ne? Naja, klar. Also es ist wirklich, jemand hast immer, und deswegen, das hast du, wenn du so ein eBay-Krams oder was Billiges bestellst, hast du oftmals nicht den Support, als wenn du wirklich bei einer großen Firma bestellst und dann bleibst du im System. Also du bist auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja genug gequatscht fürs Erste. Jetzt, womit fangen wir jetzt als allererstes an? Das kannst du dir aussuchen. Also du sollst auch ein bisschen schleifen, damit du mal siehst, also ich habe ganz viele Leute, die lasse ich einfach mal mitmachen, genau wie Andi auch. Mhm. Ne, da musst du mit abkleben und auch ein bisschen mit schleifen, dass er gesagt hat, boah, ist das viel Arbeit. Dann hast du nachher ein ganz anderes Gefühl dafür, zu sagen, ich habe es zu Schramme gegeben, das kam wieder. So kriegst du doch die Problematiken mal mit, wo man sieht, ey, da muss man drauf achten, das frisst Zeit. Ein bisschen auch hier Power, ne, wenn du schon am Schleifen bist. Weil das, sowas schleifen wir nur mit der Hand. So Übergänge, ne, so wie jetzt hier zum Beispiel. Ne, hier, das ist höher, das musst du alles runterschleifen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt mit dem Exzent dabei gehst, könnte ich, aber da fangen wir mal an. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wo wollen wir mal anfangen? Wir können uns ja von vorne nach hinten arbeiten. Wir haben eine Frage. Die Fragen, die müssen wir noch ganz schnell machen. Und zwar die Frage, warum haben wir zuerst die Teile montiert und nicht erst lackiert? Genau, weil jetzt sitzen die wirklich stramm dran. Ne, nicht nur provisorisch, sondern sie sitzen so, wie sie nachher aussitzen. Und dann sehen wir schon, hier ist der Kotflügel ein bisschen höher. Hier stimmt diese Sicke nicht. Wenn ich den jetzt vorher, den Kotflügel so hinlege, klar kann man es vorher anpassen, den kannst du abbauen, die sind festgeklebt. Die kannst du jetzt provisorisch hier anbauen und kannst dann versuchen, hier so einen Übergang oder eine Sicke nochmal zu schleifen. Hast du die Teile einzeln liegen, und hier siehst du auch, hier ist eine Kante, ne? Mhm. Die geht jetzt hier über. Schleife das Teil einzeln auf Böcken und schleife das Teil einzeln auf Böcken. Schleife ich hier ein bisschen anders, hier ein bisschen so. Und dann habe ich auf einmal die Sicke, dass sie so eine Stufe macht. Sehe ich ganz oft bei Tuning-Buden. Die bauen das an, gucken, das passt. Deswegen, jetzt ist alles endfest. Und jetzt kann ich schön hier, hier müssen wir ein bisschen auffüllen. Ne? Das kann ich jetzt so machen, dass es wirklich wie aus einem Guss ist. Ne? Ja, perfekt. Das kannst du nur, wenn es wirklich fest montiert ist, kannst du es perfekt machen. Mhm. In einzelnen Zustand, wenn das jetzt so locker hier mit irgendwie provisorisch festgeklebt ist, das bewegt sich ein bisschen. Und so kann ich sagen, das bleibt fest dran. Dann kann ich auch genau endfest darauf arbeiten. Guck mal hier, wackelt gar nichts. Das ist jetzt stabil, da kann ich richtig geil drauf arbeiten. Ja. Wäre andersrum, für die meisten habe ich gelesen, einer hat geschrieben, warum das nicht weiß lackiert. Ihr kommt an manchen Stellen ja gar nicht mit der Lackierpistole hin. Stimmt. Allerdings, die Tür können wir rausnehmen. Und dann komme ich auch hier in die Innenfläche rein. Wobei ich die sowieso matt schwarz mache. Sehr wahrscheinlich, so diese Einlässe und sowas. Ne? Mhm. Also dass der Grund ist, dass du besser daran arbeiten kannst, dass es wirklich perfekt ist nachher und nicht so zusammengepuzzelt aussieht. Ja. Deswegen haben wir es nicht vorher lackiert. Ich hoffe, das reicht euch als Erklärung. Das war nämlich die meistgestellte Frage. Auch bei Instagram kamen dann auf einmal zig Nachrichten. Ich hoffe, die Erklärung reicht. Für mich ist sie logisch. Genau, weil GFK muss immer angepasst werden. Muss. Ja. Du kannst das jetzt nicht auspacken, das erwarten ja viele. Die packen das aus, halten das vielleicht einmal kurz ran
passt geil. Hast du ja auch gesagt. Genau, habe ich. Du hast ja genauso. Ich habe es in einem Video gesehen, dass du es irgendwie angehalten und gesagt, passt super. Aus deinem Auge ja. Ne, du siehst die Sache nicht, aber wenn du es dann zum Lackierer gibst oder deswegen bist du ja hier, ich sehe es halt mit anderen Augen. Ich gehe halt über Tuning, treffe rüber und gucke mir die Autos an. Ne? Ja, und sag immer, das würde noch ein bisschen geiler gehen. Ja, und damit es absolut endgeil wird, deswegen steht das Auto hier. Dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen. Genau, wir können jetzt einmal anfangen. Jetzt tut es gleich weh. Aber wir lackieren ihn ja sowieso komplett. Also ich schleife jetzt wirklich auch den kaputten Lack mit, weil ich über die Fläche rübergehen muss, um das wirklich anzupassen. Jetzt sehen wir hier, wir fangen einfach hier an. Hier ist eine scharfe Kante, hier siehst du, ist sie weicher. Ne? Mhm. Jetzt gehen wir bei, kleben uns eine scharfe Linie. Jetzt habe ich quasi genau diese Sicke entlang geklebt. Sicher das hier so ein bisschen. Also ich arbeite segmentmäßig. Ne? Mhm. Ich bin einer, der immer sehr gerne und viel klebt. Viele machen das Freestyle, aber jetzt weiß ich, bewege ich mich nur in diesem Teil. Das mache ich jetzt einmal mit so einem Kontrollpulver schwarz. Habt ihr gehört, wir wollen auch auf dem Lack direkt schleifen. Nochmal zur Erinnerung, das Auto ist 3 Jahre alt. Blutet mir schon ein bisschen das Herz, aber ja. Meine Eltern haben immer gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Und das Auto wird wunderschön. Deswegen muss es extrem leiden. Wie zum Beispiel hinten alles rausschneiden und so, ne? Aber wird fett, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele haben ja ich hatte ja vorher die Mücke-Carbon-Kotflügel. Die haben eine Verbreiterung pro Seite auf 3 cm gehabt. Jetzt sieht das hier brachial breiter aus. Aber im Vergleich zum Mücke-Carbon-Kotflügel ist der nur 1 cm breiter. Das heißt, wir haben pro Seite 4 cm Verbreiterung anstatt 3, wie bei den Mücke-Carbon-Kotflügeln. Ne? Zum Beispiel. Was macht dieses schwarze Pulver, was du da jetzt aufträgst? Das ist wie mit dem blauen Licht. Ah, das leuchtet blau. Genau, es macht schwarz. Das ist quasi so ein Graphitpulver. Das ist ein Pulverstaub. Und das ist ein Kontrollschwarz. Das kann man auch mit Sprühdose machen. Ich finde das immer ein bisschen geiler. Und jetzt reibe ich das richtig quasi in die Riefen rein. Na, wenn ich jetzt hier beigehe. Guck mal, hier sehe ich genau nachher, wo ich geschliffen habe. Ne? Mhm. Deswegen klebe ich mir das jetzt ab, dass ich wirklich nachher an die Klebeband nachher wirklich nur, mache jetzt kaum Druck. Das mache ich halt immer und immer wieder. Ne? Normalerweise arbeite ich auch hier mit Atemschutz und auch in der Lackierkabine. Mhm. Na, ich bin da, wo sie mal alle rumheulen. Wie kannst du in der Lackierkabine schleifen? Also ich mache für jedes Projekt neue Filter und schleife es mal in der Lackierkabine, bis es absaugt. Aber es sieht einfach geil aus, oder? Genau, videotechnisch wollen wir das natürlich ein bisschen alles festhalten und das ist der Grund, warum wir das hier machen. Genau, denn auch auf einer Hebebühne, dass wir nicht auf Fußboden rumkraucheln. Aber hier geht es jetzt mal dafür, einfach so. Aber jetzt seht ihr, guck mal, dann sehe ich aus Entfernung schon, stimmt der Radius oder wandert der ab. Und deswegen klebe ich mir das ab oder mache es mit Kontrollschwarz, dass ich wirklich immer eine scharfe Kante habe. Siehst du zum Beispiel diese Löcher? Kommen jetzt von der Struktur, das ist jetzt quasi Orangenhaut im Spritspachtel oder im Füller. Und da schleife ich jetzt so lange, bis ich keine Unebenheiten mehr feststelle. Dann siehst du noch, ne? Da ist noch tiefer. Hier ist höher, hier ist schon glatt. Und das sind diese Unebenheiten, die siehst du mit bloßem Auge gar nicht. Ja. Ne? Und dann mit einem härteren Klotz. Ja, du kannst jetzt hier noch einen Staubsauger anmachen beim anderen Klotz. Aber was für ein Schleifpapier hast du da jetzt drauf? Ich habe jetzt hier 240er. 240er Körnung. Das macht man eigentlich, bevor man Füller drauf macht. Und dann kommt der Füllerschliff, der ist so mit 400, 600, je nachdem, was für eine Farbe man hat. Hat man Silberton, muss man relativ fein schleifen, sonst siehst du jede Schleifriefe. Und so wirst du halt von grob mit 80er Schleifpapier, wenn du Spachtel schleifst, wärst du halt immer von Mal zu Mal feiner pro Beschichtung. Da ist noch so ein bisschen diese Orangenhaut zu sehen, weil das Kontrollschwarz halt da drin ist. Ne? Mhm. Ja, und das Gleiche machen wir jetzt auch einmal hier. Gehe auf Weiß rauf. Aber hier sind nochmal die verschiedenen Körnungen. Kommen jetzt zum Beispiel 80er. Das ist sehr grob.
240er, so Füllerschliff. Das ist so 120er, kommt nachher als 80er, da kannst du Spachtel ganz gut mit schleifen. Mhm. Ja, das ist, da kannst du richtig. Damit schleife ich so Spachtelstellen. Dann schleife sie mit 120er, wieder diese 80er Schleife, die müssen raus, weil das ist das, was man bei Lackierereien immer sieht. Oder oftmals bei so Fuschlackierungen, die auf den Treffen siehst, du holst dein Auto aus der Lackiererei ab. Das sieht super geil aus und nach 8 Wochen auf einmal siehst du die ganzen Schleifriefen. Mhm. Das kommt, weil sie halt, ne, so eine 80er, schleifen das mit 80er den Spachtel, hauen in der Spritzspachtel drauf, der Spritzspachtel füllt das auf, das hier ist quasi so ein Spritzspachtel, dann gehen die Lösemittel raus und dann sacken quasi alles sackt in diese heftigen Schleifriefen ein. Ne? Mhm. Ich glaube, die sind sogar dargestellt hier einmal Schleifriefen. Da siehst du so, ne, diese Körnung. Ja, stimmt. Dann quasi Lösemittel gehen raus und Lack schrumpft. Da sind so viele Lösemittel drin. Ne? Mhm. Ja, und dann markieren sie sich. Deswegen musst du wirklich vor jedem Step die richtige Körnung haben, dass diese Schleifriefen so fein sind, dass die auch nicht mehr zusammensacken. Ne? Mhm. Das ist halt hier auch wichtig. Ich hoffe, dass das Bild, also dass ihr das, was ihr seht, dass es auch in Ordnung ist, weil Dominik steht hinter der Kamera. Er ist eigentlich Fotograf und hat mit dem Film nichts zu tun. Ich habe ihn aber heute gezwungen, die Kamera für mich zu halten, damit ich auch so ein bisschen vor der Kamera agieren kann. Nur damit wir das Thema auch schon mal abgehakt haben. Boah, das macht er ganz gut. Ne? Dominik ist dick, Dominik kann sich nicht so gut bewegen. Was wir jetzt hier machen müssen, hier will ich ja einmal diese drei, diese beiden, Sicken sind es ja nicht. Kantung, Abkantung, ne? Also diese Kanten, die will ich natürlich einmal, dass sie direkt übereinander liegen. Jetzt sehen wir hier nochmal, wenn ich das jetzt rauflege, ich weiß nicht, ob du das mit der Kamera einmal gucken kannst, auch hier, ich lege das hier plan auf und hier ist circa 1 Millimeter, ist der Klotz hier höher. Da siehst du den Spalt, hier liegt er an. Mhm, hier oben. Ne? Und da siehst du, der ist höher. Ja, sieht man. Wir haben aber jetzt nicht mehr die Möglichkeit, den Kotflügel weiter ranzumachen, weil hier passt das super. Das ist halt bei GFK, das bewegt sich halt. Ne? Deswegen musst du das schön anbauen, auch ein paar Tage dran lassen, dass sich das wirklich in dieser Form entspannt. Mhm. Ja, also hier passt das super und hier ist das Millimeter zu hoch. Und das ist das, was ich jetzt quasi wegschleifen muss. Guck mal, noch schleifen. Siehst du, ich schleife gar nicht. Obwohl ich jetzt hier schleife, habe ich das Weiß noch gar nicht berührt. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich runtergehen oder ich muss hier ein bisschen auftragen. Aber lieber ist es mir, da runter zu gehen. Die Möglichkeit haben wir halt auch. Oh, hier bin ich schon ein bisschen berührt. Aber hier sieht man jetzt einfach, genau deswegen. Jetzt sieht man auch schön die Kante hier. Guck mal, siehst du mal, wie die abfällt? Hier ist sie ein bisschen weicher. Das muss ich jetzt hinschleifen. Und orientiere mich natürlich automatisch auch an dieser Kante, die vorgegeben ist. Also wird jetzt erstmal geschliffen? Jetzt wird geschliffen. Und hier siehst du halt auch, wo es tiefer ist noch. Ne? Und jetzt sehe ich auch mal, ich das Klebeband wegnehmen. Dann siehst du, wie die Kante, nee, kann man sich ja vorstellen. Ne? Hier ist es jetzt hellgrau, hier ist es dunkelgrau. Hier wird es jetzt richtig schön scharf, die Kante sehen. Hier siehst du auch. Hier ist sie scharf, scharf, scharf. Da ist es noch ein bisschen weich. Deswegen klebe ich mir das ab. Und schleife es quasi an diese Kante scharf ran. Und hier seht ihr schon, das ist die Spritzspachtel. Da kommen jetzt schon die anderen Schichten und die Schichten hin. Aber ich passe mich jetzt immer mehr, jetzt immer weiter runter. Oh, guck mal, hier sieht man auch, geht die Form schon so ein bisschen so. Ne? Da muss ich jetzt aufpassen. Na, hier wird es schon super. Hier bin ich schon relativ schnell mit 120er Schlaf. Hier bin ich jetzt schon die gleiche Höhe. Hier ist er noch ein bisschen hoch. Du musst jetzt ein bisschen hier schleifen. Und das sind halt so die Feinheiten. Ne? Deswegen habe ich hier abgeklebt, damit ich das jetzt nicht kaputt schleife. Hier bin ich schon leicht durch. Deswegen muss ich wieder ein bisschen sichern. Na, da habe ich schon, deswegen klebe ich das ab, damit ich die Kante jetzt nicht kaputt schleife. Jetzt muss ich da wieder nachher rumspachteln.
Das muss ich auch immer wieder machen, weil klebe ich jetzt zu dick, ne, komme ich hier unten an die letzte Ecke nicht ran. Das muss ich halt überall machen. Das sehe ich quasi als Indikator, ob ich gut passe, sehe ich, wenn ich hier nachher auch weiß anfange abzutragen. Habe ich hier eine Höhe. Merke ich, wie du drüber fasst. Seht ihr? Jetzt geht das Weiß hier weg. Da seht ihr jetzt schon, da kommt gleich die Grundierung von. Das heißt, das beides hat jetzt eine Höhe. Guck mal, sieht man, ich habe es jetzt auf eine Höhe gebracht. Jetzt sieht man hier, hört man auch. Jetzt habe ich hier quasi so ein bisschen GFK, entweder Luft oder eine Faser freigeschliffen. Das ist eine Lücke. Kann sein, dass da eine Luftblase unter ist. Und die muss ich jetzt wieder spachteln und dann einmal füllern. Na, wenn ich jetzt überlackieren würde, also das ist jetzt nicht lackierfähig. Ich könnte zwar jetzt feiner schleifen, ne, aber trotzdem muss jetzt dieses Loch aufgefüllt werden. Und einmal ein Grundierfüller rüber, den ich auch nochmal richtig schön fein schleifen kann. Aber was jetzt interessant ist, ist halt, man sieht jetzt schon mal die schärfere Kante. Und jetzt sieht man genau diese Höhe, sieht man die auch. Und jetzt gehe ich dabei, dann staube das. Das geht ganz gut mit dem Mikrofasertuch. Und klebe quasi jetzt einmal gegen. Ich könnte es auch freihändig schleifen, aber dann kann es sein, dass ich die Kante kaputt schleife. Und so am Klebeband sehe ich immer genau, was Phase ist. Na, und jetzt richte ich mich quasi an diese Form. Jetzt gehe ich von hier los und wandere auf diese Form rauf, dass die Sicke genau gleich bleibt. Ich werde natürlich jetzt hier gleich bis auf die Grundierung runterkommen. Na, hier kann ich auch schon diese. Na, hier ist es viel zu hoch. Hier muss ich auch komplett runtergehen. Was aber jetzt nicht schlimm ist. Ne? Also ich würde nur sagen, das ist eins der besten GFK-Bodykits, die ich so qualitativ in Hand hatte. Ich hatte selber schon mal damals an meinem VW-Bus so eine 160 Euro Ebay-Spoiler angesetzt. Boah, Alter, der hätte gleich selbst bauen können vom Aufwand her. Ne? Also wie gesagt, das ist GFK. Und das muss angepasst werden. Punkt. Und jetzt sieht man hier schon wieder, hier bin ich höher jetzt. Ne? Schon hier bin ich schon bis aufs Blech jetzt durch bei der Tür. Aber ich nehme die Form hier der Sicke an. Das heißt, diese Kante ist ja auch schön scharf. Ja, das ist krass eigentlich, wie viel Arbeit dann wirklich dann doch in so einem Auto wirklich steckt, ne? Ja, bis das halt perfekt da steht. Was man nicht sieht, ne? Also, würde ich das weiß lackieren, hättest du es wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber halt, ja, ich würde mal halt sagen, ich will nicht diesen Effekt immer haben, dass man sagt, guck mal, das ist aus dem Schrammwerk gekommen, sondern klar, Handarbeit wirst du immer, wenn du Fehler suchst, wirst du die auch immer irgendwo finden, wie beim GFK, wie beim Handwerk, aber solange es geht, möchte ich eine perfekte Arbeit abgeben. Und hier seht ihr schon, wie weit ich runtergegangen bin. Also hier siehst du schon das Glasfaser. Und da sind natürlich dann irgendwelche Luftlöcher drin. Siehst du da? Und die müssen dann wieder aufgefüllt werden. Und deswegen ist es halt nicht möglich, ihr seht das in diesem kleinen Step schon,
es ist nicht möglich, diesen Kotflügel einfach nur mal kurz anzuhalten, anzupassen, sondern wirklich, wenn er fix verbaut ist. Das merke ich jetzt schon. Jetzt ist die Kante, jetzt ist sie sehr scharf, na, weil ich wirklich aus zwei Stufen scharf einmal so geschliffen habe, einmal so. Ich habe wirklich jetzt eine ultrascharfe Kante und die macht man eigentlich im Füller nachher. Im Füller nehme ich eine Schleife hier in die Hand. Na, und breche diese Kante dann beide. Und so habe ich, wenn das auch mitgeföllert ist, habe ich eine einheitliche, saubere Kante. Das gleiche haben wir jetzt hier auch. Guck mal, das kann ich noch einmal beigehen, die schwarz machen. Nochmal kontrollieren, ob die scharf geblieben ist oder ob die jetzt abfällt. Das ist nämlich auch wichtig. Deswegen klebe ich einmal unten, einmal oben. Na, ich kann jetzt quasi immer scharf kleben, aber wenn ich jetzt hier auf einmal eine Lunke reinschleife, dann wandert diese Säcke, Kante so runter. Gucken, jetzt sieht man. Jetzt haben wir eine gestochen, scharfe Kante, die auch gerade läuft. Die geht jetzt nicht so oder so oder so. Guck, jetzt habe ich so scharf geschliffen, dass hier noch kontrollschwarz ist. Das heißt, ich habe so geschliffen und die Kante spitz habe ich gar nicht berührt. Das ist schon das, was ich eben rund gemacht habe. Und das stimmt genau mit dem überein. Das heißt, diese Stelle ist schon mal perfekt vorbereitet. Wird jetzt einmal mit dem Grundierfüller gemacht, natürlich noch feiner geschliffen. Das Ganze habe ich an zig Stellen jetzt zu tun. Du kannst einmal hier, René, mach du mal selber, dass du einmal ein Gefühl dafür hast. Nimm mal die Handfläche so. Nicht gerade halten, sondern so ein bisschen. So, jetzt gehen wir hier, richtig, stell ich mal hier so hin. Mach mal Augen, guck mal nicht hin. Guck nicht hin, guck Augen zu. Ein bisschen schneller, immer wieder. Halt mal richtig rüber. Dann merkst du, was merkst du da? Ja, dass es zwei unterschiedliche Höhen hat. Wo ist es höher? Hier, ja, würde ich sagen. Ne? Ja, das kannst du selber einmal schreiben, dass du einmal ein Gefühl dafür entwickelst, dass du, na, jetzt klebe ich das hier wieder ein bisschen ab. Dass du hier nichts kaputt schleifst. Das ist immer der erstaunliche Effekt, dass die Leute wirklich nachher, wenn die sowas auch mal mitgemacht haben oder dabei waren, deswegen ist so ein Video auch super, dann sieht man wirklich, was für ein Arbeit steckt dahinter. Da war der Andi auch ganz verdutzt mit seinem Awesome Heli, was er wirklich. Allein das Abkleben schon ganz einen Tag gedauert hat. Ne? Der hasst Klebeband mittlerweile. Mhm. So, jetzt machen wir einmal kontroll schwarz. Jetzt musst du aber darauf achten, das ist keine plane Stelle. Das heißt, du kannst jetzt nicht die ganze hier schleifen, dann schleifst du hier ein Ei rein, sondern du musst immer schön mit der Rundung mitnehmen. Ich versuche das. Du kannst nichts kaputt machen. Ich rette das schon mal. Ja, der ist auch ein bisschen weicher, der ist nicht knüppelhart. Du wirst jetzt ja schon sehen, wo du geschliffen hast. So oder so? So. Erstmal leicht, kaum Druck. Erstmal ganz leicht die Rundung abgeben. Guck mal, siehst du jetzt schon? Guck mal, jetzt siehst du hier, bist du auf der Kante, volles Programm und hier unten fast gar nicht. Da fängst du erst hier an, dass das berührt. Das heißt, diese Kante ist viel zu hoch und die muss jetzt weggeschliffen werden. So, ein bisschen mehr Druck. Oh, jetzt ganz deutlich zu sehen, ne? Mhm. Das war auch schon gut, dass du mal den Platz wechselst, dass du immer wanderst. Da schleifst du die ganze Zeit auf eine Stelle, schleifst du die Stelle platt. Mhm. Mal gucken, dass du den ein bisschen hier reingedreht kriegst. Das ist halt geil mit dem Schwarz, ne? Jetzt siehst du wirklich, wo du geschliffen hast und wo nicht. Ja. Und hier siehst du jetzt ja auch, ne, dadurch, dass wir jetzt hier bestimmt 7 mm noch schwarz haben, die Stelle berühren wir gar nicht. Sprich, wir müssen also den Bereich deutlich weiter runterschleifen, weil das jetzt perfekt passt. Also wir können die Stoßstange jetzt auch nicht weiter nach vorne ziehen oder so. Das passt vom Halter her nicht. Das sind halt die Flächen, die du anpassen musst. Ne? Und das kannst du nur perfekt anpassen, wenn das wirklich stramm zusammensitzt. Mhm, ja, stimmt.
hier kommst du schon langsam das Teil durch. Aber es ist alles nicht schlimm, weil wir deswegen wahrscheinlich nochmal Spritzspachtel machen. Ne? Weil Spritzspachtel ist sehr dick, wird auch lackiert, aber hier ist eine schön einheitliche Fläche. Das hier ist auch Spritzspachtel. Da siehst du, wie dick das drauf ist. Und du siehst ja auch eine Unebenheit jetzt. Ne? Ja, stimmt. Das ist halt dafür das Kontrollschwarz, dass du wirklich siehst, da ist irgendwas und das kannst du jetzt abschleifen. Machst du mal schlecht? Machst du das Schlag das erste Mal oder? Ja. Nee. Aber hier zum Beispiel, da reißen wir jetzt auf gerade, ne? Ja, nee, du reißt nicht auf, du schleifst einfach, ne? Diese mehreren Schichten, da ist wahrscheinlich eine Füller- und eine Grundierschicht noch drauf. Und dann schleifst du das runter bis aufs GFK wahrscheinlich. Aber ist ja nicht schlimm. Okay. Das heißt, das Material, was hier drauf ist, das trage ich nachher auch nochmal auf. Nur halt jetzt in der richtigen Höhe. Mhm. Dann geht auch schön mit der Rundung, ne? Das ist wichtig, dass du wirklich immer schön. Dann entwickelt man auch ein Gefühl nachher für, ne? Du lernst dein Auto jetzt besser kennen. Ja, ich hab ihn noch nie so lange gestreichelt. Ja. Kennst du den alten Film hier, Days of Thunder mit Tom Cruise? Nee. Wo sie das Auto bauen, diesen Nesca. Und dann sagt er, du wärst ja schön, Form, schnell. Form, ich erklär das Auto mehr. Uralter Film. Days of Thunder, genau. Guck mal, das war genau die Stelle, die du jetzt eben gefühlt hattest, wo du sagst, das ist zu hoch, ne? Mhm. Ja, das stimmt. So. Deswegen, man guckt auch gar nicht hin, sondern man nimmt die Hand. Guck mal, jetzt haben wir auch hier abgeklebt, ne? Das heißt, du gehst gar nicht in diese Fläche rein. Ja, stimmt. Das ist jetzt ein paar Mal angeschraubt und deswegen ist dieses Abkleben immer gut. Das ist einmal kurz mehr Arbeit, aber du hast nachher sektional ein perfektes Ergebnis. Ja, jetzt siehst du noch hier, guck mal, wie hoch das, wie weit du hier weg bist. Ja. Du musst auch an den Rand hier rangehen. Aber hier oben brauchst du noch einmal. Muss halt nicht ankippen. Oder dann halt einen Herd dahin klopfen. Aber das kann ich auch machen. Ich wollte nur einmal sehen, dass du jetzt einmal, das hast du gut gemacht. Ja, dass du jetzt einmal siehst. Guck mal, ist schon sehr geil, ne? Aber jetzt hast du selber einmal festgestellt, guck mal, hier geht schon los. Hier verändert sich schon diese Füllerfarbe, weil es eine andere Schicht ist mit einer anderen Farbe, ne? Mhm. Und siehst du wirklich, ab hier fängst du an, langsam runterzugehen. Ja, krass. Wenn du jetzt mit dem Akzent dabei gehen würdest, immer nur stellenweise, hast du diese Form. Deswegen wirklich durch die Hand, durch diese lange Bewegung. Ist wie mit der Säge. Also, wenn du so sägst, passiert gar nichts, aber dieses schöne lange Durchziehen, da machst du richtig, das schaffst du. Aber das ist irgendwie macht es Spaß sogar, finde ich. Ja. Wahrscheinlich, weil ich auch das nur kurz machen muss und es dir dann wieder abgeben kann. Genau. Aber wenn du 20 Stellen davon hast, nachher, ja. Auch beim Auto, hier siehst du auch, ne, dann taucht auf irgendeine Unebenheit auf. Mhm. Aber ich mag halt immer Sachen zu machen, wo du dann hinterher auch das Ergebnis siehst. So, ne? Und das hat man jetzt hier relativ schnell gesehen. Ich habe einfach ein bisschen hin und her geschliffen und schon hat man genau. Ein gutes Ergebnis. Genau. Das finde ich gut. Und das musst du halt, das machst du halt bei diesem Spritzspachtel, der ist dafür da, dass du es wirklich auf der ganzen Fläche machst. Ne? Bei GFK ja auch immer, das kann man eine Beule-Delle haben vom Rausziehen. Das ist halt so. Und deswegen immer schön. Guck mal, jetzt mache ich mal ohne Abkleben, ja? Guck mal, schon siehst du diese Kante. Ja, ist auch hier zu hoch. Die gleiche Kante haben wir nämlich hier auch. Aber hier muss ich erstmal richtig runterschleifen. Ja, hier ist, das muss ich in Ruhe machen. Ja, hier ist auch eine Kante, die ist hier gar nicht mehr zu spüren. Die muss ich mir jetzt innen schleifen. Mhm. Und auch, dass diese Kante in der Fläche so weiterläuft, dass sie nicht auf einmal verdreht oder sowas. Das ist auch oft bei GFK-Form. War das für dich denn jetzt anstrengend? Für mich? Nö, das war nicht anstrengend. Ganz im Gegenteil. Man baut ja nicht so wirklich Druck auf, ne? Wenn du Druck aufbaust, verfälscht die Form wieder. Also das ist wirklich, der ist nicht knüppelhart jetzt, ne? Also der hier ist wesentlich härter. Sondern der passt sich so ein bisschen nach vorne. Wenn du zu doll drückst, drückst du ihn noch quasi in eine Beule oder Welle rein. Genau. Ne? Und dann würdest du quasi diese Kante nur bauchig schleifen. Wenn du jetzt hier doll aufdrücken würdest, dass du mit leichtem Druck nur. Ne? Und dann. Na, ich schleife wirklich in alle Formen, ne? In alle Richtungen. Wie so ein Harley-Tank, da musst du ja auch vorne die Rundung, da kannst du die ganze Zeit auf einstellen, da bist du immer, ja, stimmt. Immer 3D am Machen. Und das sonst ist das, was es ausmacht. Sonst wird es bauchig. Sonst wird es bauchig. Finde ich das lustig? Ja, das passt, ne? Wäre ein geiler Videotitel, jetzt wird es bauchig. Ja, genau. Ja, Videotitel zu finden für so Videos ist immer gar nicht so einfach, weil viele Leute gucken diese Videos, aber
zum Beispiel sehen sie für sich keinen Mehrwert drin oder vergessen zu abonnieren oder. Hat ja immer so einen Grund, warum man halt so einen Kanal nicht abonniert. Und das heißt, man muss immer Videotitel finden, die halt so ein bisschen den Appetit anregen. Genau, ja. Ausfallend sind, wie zum Beispiel das 10K Bodykit. Ne? Damit wollte ich jetzt nicht sagen, ich bin der Größte, ich habe hier so ein 10K Bodykit, sondern das muss einfach ein krasser Titel sein, damit dieses Video von euch wahrgenommen wird. So. Ist es so? Ja. Reagiert ihr darauf, wenn der Titel 10.000 Euro, 100.000 Euro, 1 Million in den Zahlen? Oder was würde euch, weil ich habe ab nächsten Monat, ich habe 2 YouTube-Kanäle, aber so halbherzig, ich ab nächsten Monat mache ich einen YouTube-Kanal, aber der interessiert mich auch. Was für Titel gibt man ein? Außer nicht, dass es Clickbaiting ist, weißt du, dieses genau, bekannten Namen jetzt reinmachen und man macht was ganz anderes. Genau, das sondern was würde mich auch interessieren. Woran bleibt die Community hängen, dass sie sagen, den abonniere ich, den gucke ich mir öfter an. Was sind da die Gründe? Das Thema, das Handwerk, die Optik nachher, wie es gefilmt ist, wie die Tonqualität ist. Was sind die Gründe, dass man wirklich sagt, den abonniere ich? Kommt die Entscheidung nach einem Video, nach 2 Videos, nach 3 Videos? Das ist eine gute Frage. Die habe ich euch, ich habe schon über 1000 Videos gedreht für all mögliche Kanäle, für mich, ne, und so weiter. Und man unterhält sich trotzdem noch darüber. Ich will in Zukunft, weil da sind wir nämlich bei dem Thema, ich glaube, dass die Leute Mehrwert wollen. Die wollen entweder unterhalten werden oder sie möchten was lernen. Und nicht einfach nur, weil zum Beispiel bei mir ist es ja aktuell nur stumpf, ich zeige euch, wie der Golf immer weiter an Form annimmt. Mal mit mehr Erklärung, mal mit weniger Erklärung. Ich will aber noch Tutorials drehen für euch, habe ich ja schon ganz lange vor, über ein Jahr, wo ich euch wirklich einen Mehrwert biete. Ihr könnt gerne mal auch unten einfach in die Kommentare reinballern. Wollt ihr das auf diesem Kanal? Es wird trotzdem immer sonntags ein Video geben, wo es um automotiven Content geht. Aber ich würde gerne zum Beispiel mittwochs dann einfach Tutorials raushauen, wie man Videos schneidet, wie man dreht, wie man die Kamera einstellt, vernünftigen Ton und so weiter und so fort. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren. Oder ob ich da vielleicht einen neuen Kanal... Ein und denselben Kanal? Zwei verschiedene Sachen? Ja. Ist schwierig, ne? Ich sage ja. Könnt ihr gerne mal schreiben. Auch, viele Leute kommen ja zu dir jetzt wegen dem Auto. Ja. Und jetzt sehen sie auch immer, wie sie Videos schneiden. Und sagen, Alter. Ja, ich weiß. Also ich würde. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, nee, mach's doch alles auf einen Kanal, weil das bist doch alles du. Ja. Ich bin ja eigentlich. Aber die Community ist ja eine andere. Ich bin ja Videoproduzent, der einfach nur sein Auto umbaut. Ja. Ne? Aber entweder kommen die Leute zu dir, weil sie ein Tutorial sehen und sagen, die haben wahrscheinlich nicht mal einen Führerschein. Und sagen, was soll denn der Golf jetzt immer dazwischen? Ja. Also ich glaube, ich schreibe, wenn es anders ist, aber ich glaube, viele sind genervt, weil die kommen ja genau zu dir aus dem und dem Grund. Du siehst manche Kanäle, stelle ich selber fest, so die ändern auf einmal ihr Thema. Ich hatte mal, bin einen gefolgt, der hat sein Lamborghini kaputt gefahren. Fand ich geil. Der hat auch selber versucht, heil zu machen mit 2 linken Händen und keine Erfahrung, hat er auch mal wieder gesagt. Und jetzt auf einmal macht er nur noch E-Autos. Okay. Wo ich sage, okay. Das gucke ich mir nicht mehr an, das interessiert mich nicht mehr. Ne? Also er mixt das auch gar nicht mehr. Aber so manche Kanäle wandeln sich und dann wird sich auch die Community. Also ne, wer sich ein Lambo anguckt, der hat gar keinen Bock auf E-Autos. Ja, ja. Ne, also aber einen Großteil davon schätze ich mal nicht. Und deswegen glaube ich, das zu vermischen, würde mich auch interessieren, wie das so ist. Ja, also, schreibt es gerne mal rein. Jetzt geht's weiter. Ja. So. Aber das kam auf jeden Fall letztes Jahr in deinem letzten Video super an, dass halt die Jungs von Sika und hier Johnny erklärt haben, ne, nicht nur ankleben, sondern auch irgendwelche Spannungen rausschleifen oder Wellen, die Spannung erzeugen würden. Ja, genau. Das kam mir ganz geil an, dass die Leute wirklich sehen, dass die Kamera zu heiß ist. So, jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt mit 120er oder, nee, 100, doch mit 120er habe ich eben geschliffen, 120er Körnung und mit 150er. Das für einen Klotz, das ist eigentlich für einen Exzenter. Hier war Spritzspachtel drauf. Spritzspachtel ist ein Spachtel, der mit der Lackierpistole, wie der Name schon sagt, aufgespritzt werden kann. Dadurch ist es eine schön gleichmäßige Fläche, als wenn man das mit der Hand aufzieht. Das ist auch schon gemacht worden. Hier unten ist auch nochmal eine Grundierschicht. Und hier, das helle, ist schon die Glasfaserschicht. GFK, Glasfaser, warte mal, GFK, was heißt das? Kunststoff, Glasfaser, nee, oder Compound? Nee, nicht Compound. GFK, müssen wir mal kurz gucken, was das K hinten heißt. Komposition, Glasfaserkomposition. Ich blende das ein. Du blendest das ein, super. Also hier seht ihr schon das GFK und das Harz. Na, und auch hier die Ecke zum Beispiel. Die läuft ja hier viel breiter.
Und jetzt ist die Nase war vorne, kannst auch gleich einblenden, die Nase war ja hier viel höher. Das heißt, hier fehlt mir jetzt ein Stück. Und das muss ich auch noch mit Glasfaserspachtel auffüllen, weil der Scheinwerfer sitzt so. Seht ihr? Das würde doof aussehen, wenn man jetzt auf einmal hier auf so eine Lücke, so eine Schattenkante ist. Das heißt, das muss ich mit Spachtel wirklich auffüllen, damit das wirklich schön eine Fläche, ein geiler Übergang ist. Also habe ich das jetzt in Form geschliffen, ich spachtel ein bisschen, dann mache ich auch nochmal Spritzspachtel drauf. Das gleiche wie das hier. Das schleife ich wieder genauso, wirklich auf endgültige Form. Dann schleife ich es mit 240er und dann kommt erst der Grundierfüller oder Dickschichtfüller, gibt es verschiedene Varianten. Also wir werden quasi von Schicht zu Schicht schleife gröber und werde vom Schliff immer feiner und die Schicht wird auch immer feiner, bis nachher der Lack kommt. Der Lack hat einen Schliff von 400 und ja, also das haben wir heute gesehen. Anpassen, was normal ist, weil jedes Fahrzeug nicht gleich ist. Schleifen, Sicke anpassen. Das Ganze muss ich jetzt an zig Stellen machen. Da fülle ich das Auto aber dann nachher in die Lackierkabine. Da ist es weniger Schweinkram, dann sehe ich auch nicht so aus. Und arbeite dann auch mit Staubsauger. Hier sieht man schon, hier ist die Sicke schon ein bisschen besser. Oder diese Nase hier. Hier ist es auch fast leichtig. Na, das wollen wir halt, wir machen das so, dass beide Seiten wirklich gleich sind. Wenn man von vorne drauf guckt, dass das Auto gleich ist. Hier ist auch besser als auf der anderen Seite. Also ihr seht, rechts, links ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Form, ja, wie das ist Handwerk. Da ist halt ein Unterschied drin. Hier müssen wir die Kanten noch anpassen. Hier minimal, hier ist fast eine Höhe. Hier auch, also hier sitzt er super. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Und was wir nochmal haben hier, das sieht nochmal spannend aus, ist aber nicht wirklich wild. Wir haben uns an dieser Kante hier angepasst, diese angedeutete Sicke hier von Stoßstange ins Seitenteil. Das ist ein Teil, da haben wir auch viele gefragt. Genau. Stimmt. Das haben auch viele gefragt, habe ich gesehen in den Kommentaren. Das ist ja jetzt alles verklebt. Seitenteil mit dem Radlauf. Das heißt, wenn einer in die Stoßstange reinfährt, ist es ja quasi das halbe Auto hinten kaputt. Aber jetzt haben wir mit Sika einen Kleber genommen. Der lässt sich auch wieder mit so einem Drahtseil schneiden. Sicherlich muss man es neu lackieren. Oder notfalls, wenn es hinten richtig zerbröckelt. Schleife ich hier, die Schleife, das können wir mal kurz zeigen, oder? Weil, guck mal hier auf dieser Seite, hier ist es perfekt. Wir haben uns auch wieder oben an dieser Sicke angepasst. Na, du hast nicht viel, du hast nur die Möglichkeit, das hier anzupassen, ansonsten ist die Sicke hier und der Spalt ist da, das ist blöd. Und hier sieht sie perfekt. Na, da ist die Ecke genau hier drin. Und dazu ging es nicht. Klar, das GFK vielleicht ein bisschen eingeklammert oder beim Transport sich ein bisschen verformt, nicht schlimm. Schleife drüben einfach weg und mache es genau symmetrisch, wie es hier ist. Das ist der Grund, dass das quasi ein Teil ist. Mehr Stabilität und wir können es beim Unfallschaden wieder aufschneiden, nachlackieren. Ist viel Aufwand, aber es ist halt Tuning und wenig Aufwand wollen wir nicht. Wir wollen ja viel Aufwand, dass es geil ist. Ne? Das ist Customizing. Genau. Ja. Ja, so wie dazu. Lackieren wird schwierig nachher noch, haben wir auch hier geschrieben. Ist es nicht... schwierig im angebauten Zustand, ich glaube, jemand schrieb hier, die Fläche zu erreichen. Ist wirklich schwierig. Also da jetzt, wenn du da jetzt, ich müsste ja quasi, um diese Fläche hier zu lackieren, die Innenseite, ne, muss ich ja mit der Lackierpistole quasi von hier ansetzen, dass ich da mit dem Strahl reinkomme. Kann sein, dass ich hier zu viel Material habe oder da. Ist ein bisschen tricky, aber wir haben auch kleine Pistolen, so ein Mini-Jet, wo ich dann super mit hinkomme. Aber ich glaube sowieso, das ist ja quasi ein Fake-Luftgitter, dass wir das sowieso nachher matt-schwarz auslackieren. Müssen wir mal gucken, das habe ich bei Andy Feldmann auch gemacht, bei dem Austin Haley. Der hat auch so eine Verbösung, nennt er das, so ein Luftauslass. Und den habe ich auch erst schwarz-matt lackiert, zugeklebt und dann erst die restliche Lackierung gemacht. Das heißt, ich lackiere das hier in zwei Steps. Sieht geiler aus und ist vom Ablauf her wesentlich einfacher. Ja. Ja. Und nach dem Füllern dann wird auch diese Kante hier nochmal versiegelt mit Sika. Ich weiß gar nicht, was wir da ausgesucht hatten. Eine einlackierbare, nicht ganz so flexible,
Müssen wir Dirk nochmal fragen. Na, also wir siegeln das nachher sauber ab, dass es wirklich aussieht, nicht mehr wie angesetzt, sondern dass es wirklich ein Teil ist. Ne? Mhm, die genau. Wird schön abgedichtet. Und das ist aber erst nach dem Füller. Es ist wirklich unmittelbar kurz vorm Lackieren. Quasi wie so eine saubere Naht, die wird da reingezogen. Habe ich schon mal gesehen beim anderen TCR-Kit. Da war das, glaube ich, auch. Oder? Ich glaube, ja. Also auf den Bildern sah es so aus, als wenn der Auffallsiegel ist nochmal insgesamt lackiert. Und deswegen müssen wir das ganze Auto nachher lackieren. Müssen wir sowieso, weil das Dach hat eine andere Farbe, weil da Folie drauf war. Haben wir gemessen, hier oben kommt irgendwie eine Hyundai-Farbe raus. Hier die Golf-Farbe. So, Dach ist jetzt nach knapp 3 Stunden klebefrei. Aber wie man auf dem Video ja schon sehr schön sehen kann, wo keine Folie war, ist das Auto sehr schön weiß, ne? Gut, da war das Dach an. Das Dach ist jetzt gelbstichig. Und das haben wir auch schon des Öfteren erlebt. Das durch die Folie, und ich habe es gerade erfahren, die Folie war 2,5 Jahre drauf. Verfärbung. So, hier nochmal sehr schön zu sehen. Gelbes Dach, weiße Holme. Auch das sieht man hier nochmal, wo die Dachantenne war. Hier war keine Folie, hier ist es weiß, hier ist es gelb. Was aber noch dazu kommt, ist, hier war eine Klebestruktur, eine Luftkanaltechnikfolie drauf. Die hat eine Struktur drin, damit man die Luft in den Kanälen verteilen kann, damit man keine Bläschen klebt. Und auch die markiert sich in der Lackoberfläche jetzt. Hat sich richtig schön reingebrannt. Lässt sich auch nicht mehr runterpolieren oder so, sondern es ist richtig in den Lack reingeblutet. Ja, das sind so die Dinger, der Stand. Ich würde sagen, jetzt schieben wir das Auto rüber in die Lackierkabine. Genau, dann mache ich da weiter. Das zeigen wir aber nicht mehr heute. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug erklärt, was so Stand der Dinge ist. Und, fragt doch noch, wenn ihr was fragen wollt, lackiertechnisch, in den Kommentaren. Ich gucke mir das auch an, antworte ich gerne drauf und gebe euch die Hinweise, worauf zu achten ist, auch wenn ihr in die Lackiererei geht. Gerade wenn ihr so ein Bodykit irgendwo habt von irgendeiner anderen Firma oder was. Kann man den ja so kaufen jetzt? Nein. Diesen Bodykit? Aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Also, wenn ihr euch Bodykits kauft, entweder zu Oettinger, vielleicht irgendwann hier, oder jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst, wenn ihr eure Sachen zum Lackierer gebt. Erstmal A, billig ist meistens scheiße, ne? Sondern es geht viel Zeit rein, die kostet Geld, damit es ein super Ergebnis hat. Das werdet ihr nachher hier sehen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr einen coolen Kommentar lasst. Ne? Jetzt mach schon voll Werbung für dich hier, wa? Ja, genau. Eine schöne Frage. Das nächste Video, wir tauschen mal ganz kurz die Kameramänner, damit der eigentliche Kameramann wieder vor die Kamera kommt. Das nächste Video, was es hier aus dem Schrammwerk geben wird, ich würde sagen, von deinem, wie du den Spritzspachtel und sowas alles aufträgst, da kannst du ja einen Zeitraffer machen, dass wir für die Leute einen Zeitraffer haben. Und dann wird das nächste Video sein, wie wir den Wagen lackieren quasi. Oder du. Ja, ne? Wenn du die Farbe bis dahin weißt, weil die muss ich auch irgendwann rechtzeitig bestellen. Ja, ja. Ich habe zwar Mischbank alles da, aber es ist halt, ich sag mal, hier gehen bestimmt 5 Liter Basisfarbe drauf. Mhm. Und dafür musst du dich wissen, wird er jetzt weiß, wird er grün, wird er pink, wird er gestreift, wird er kariert. In die Kommentare, Leute. In die Kommentare, die Farbe, ja. Das wäre echt ultra wichtig. Es ist wirklich schwer, ne? Weil das ist nicht. Es ist halt nicht wie Folie, was du einfach so wieder abziehen kannst. Es ist halt Lack. Ist endgültig. Ne? Genau. Das heißt endgültig. Also man muss den wieder schleifen. Aber ich sag mal, jetzt, wenn man schon so weit ist, das ganze Auto sowieso bearbeitet, warum nicht mal was anderes? Ne? Ne? Also. Das Schlimme ist ja, es gibt so viele Farben. Es gibt über 70.000 allein in den Mischfächern, die ich hier habe. Ne? Also, ja. Geht alles. Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn ihr irgendwelche Videoanregungen, irgendetwas, ballert es einfach in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Glocke drücken. So weiter. Genau, ihr wisst das alles. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.